wir auch früher schon in unseren Jugendgruppen behinderte Pfadfinder dabei hatten, die alle irgendwann älter geworden sind, haben wir daraus eine eigene Gruppe gemacht, die X-People. Das Besondere an der Gruppe ist, finde ich, dass wir inzwischen in den über 30 Jahren, wo wir zusammen sind, einfach einen ganz tollen Zusammenhalt entwickelt haben. Also für uns ist immer ganz wichtig, der Spaß muss im Vordergrund stehen. Keiner kann so richtig Noten, keiner kann so richtig Instrument spielen. Aber was wir alles können, ist so Percussion-Musik. Also wir haben kunterbunte gemischte Instrumente und also so Rhythmus machen, Trommeln, das kann eigentlich jeder. Und dann sind wir einfach mal auf die Idee gekommen, Mensch, hier, viele von uns finden den VfL toll und dann probieren wir doch ganz einfach mal, ob wir das genauso toll schaffen, zu trommeln wie die im Stadion. Es gibt Leute, die können das gut, andere können das gut. Das ist gegenseitige Unterstützung, das gegenseitige Miteinander, dass man mit den Schwächen des Einzelnen gemeinsam versucht, das ans Ziel zu kommen, zu erreichen. Ich glaube, das ist das, was uns im Zwickel ausmacht. Selbstbewusstsein entwickeln, das ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Das kommt an, das merken Sie und das macht die Wichtigkeit für alle, glaube ich, auch aus. Also das Fußballspiel als Highlight für diese Projektphase, die wir letztes Jahr halt hatten, das als Ziel zu haben mit dem Trommeln als krönenden Abschluss, das ist schon einfach eine tolle Geschichte, worauf sich auch alle freuen. Tamara ist, glaube ich, neben Silva und Ingo unser größter VfL-Fan in der Truppe. Und das ist für sie einfach, sie fiebert da mit. Und wenn ein Tor fällt, das ist für sie was total Tolles.